Hallo, ich bin Ruth Sophia Spielmeier-Preuß. Ich bin 400-Meter-Sprinterin und starte für den VfL Oldenburg. Heute zeige ich euch die Drehwurf-Challenge. So, bevor wir mit der Challenge starten, machen wir ein kleines Warm-up. Bei meinem Training laufe ich mich normalerweise erst ein bisschen ein. Das ist natürlich zu Hause oder wenn man wenig Platz hat, schwieriger. Aber wir machen etwas Ähnliches. Und zwar fangen wir an, einfach auf der Stelle ein bisschen zu laufen. Das können wir eine Zeit lang machen. Ihr könnt zum Beispiel bis 20 oder bis 30 zählen. Und dann wird langsam der Kniehub ein bisschen höher. Und wenn ihr das auch eine Zeit lang gemacht habt, könnt ihr in den Kniehebelauf übergehen. Und das könnt ihr einfach so oft machen, bis ihr fühlt, dass ihr euch ein bisschen aufgewärmt habt. So, und in Vorbereitung für unsere Drehwurf-Challenge könnte man das Ganze, was ihr gerade schon gemacht habt, als Warm-up auch noch ein bisschen schwieriger gestalten, indem wir uns dabei auf der Stelle drehen. Wir fangen also an, auf der Stelle, drehen uns dabei, dann wird der Kniehub höher. Und man kann auch einmal die Richtung wechseln. So, dann habt ihr euch schon mal ein bisschen dran gewöhnt und kriegt vielleicht keinen Drehwurm. So, und zum Abschluss kommt die letzte Übung, um euch noch ein bisschen auf Trab zu bringen. Wir fangen an und wandern langsam an unseren Beinen runter bis auf den Boden und greifen dann nach vorne. Am Abschluss machen wir dann eine Liegestütz und krabbeln wieder langsam nach hinten und nach oben und einmal in die ganze Streckung. Und das kann man dann so oft wiederholen, wie ihr Lust drauf habt. Ihr braucht einen Mülleimer oder einen anderen Behälter und ein paar Socken. Ihr fangt damit an, dass ihr zweimal eure eigene Körperlänge ausmesst und diese dann zum Beispiel erstmal mit einer von den Socken markiert. An der markierten Stelle könnt ihr dann den Behälter, zum Beispiel den Mülleimer, aufstellen. Ihr geht dann zurück zu eurem Startpunkt, zum Beispiel auch markiert durch Socken, dreht euch auf der Stelle dreimal um euch selbst und werft dann das Paar Socken in den Behälter, und zwar von unten oder seitlich. Das Ziel der Challenge ist es, von 10 Würfen so viele wie möglich in den Papierkorb zu versenken. So, jetzt geht's los. Mal gucken, wie viele Treffer ich habe. Ja, also ich habe leider nur 2 von 10 getroffen. Gar nicht so gut, aber ihr schafft das bestimmt viel, viel besser und ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Mir hat es natürlich trotzdem echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr macht auch ganz fleißig mit. Ihr könnt nämlich auch was gewinnen. Ich habe euch zum Beispiel 2 T-Shirts mitgebracht. Eins von den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien und eins von den Olympischen Spielen aus letztem Jahr aus Tokio. Bis dann, viel Spaß!